Im Dezember 2017 erschien das Buch Der Pferdemarkt München. Mein Name ist Andreas Bohnenstengel. Ich habe das Buch konzeptioniert, fotografiert und gestaltet. Das Buch hat 60 Seiten, enthält 80 Fotografien und ist im Franz Schiermeier Verlag in München erschienen. Für den Buchtitel im Hochformat habe ich eine Fotografie verwendet, die eigentlich im Querformat fotografiert worden ist. Das läuft dann so über den Buchrücken. Es zeigt die Situation, wie eine Mutter ihrem Kind ein Pony kauft. Diese Aufnahme ist im Weitwinkel fotografiert worden. Ich habe dieselbe Situation damals auch mit einem Teleobjektiv fotografiert, das den Raum eben sehr stark verdichtet und komprimiert. Diese Aufnahme ist im Buchinnenteil erschienen. Und zur Buchpräsentation habe ich ein Plakat im Format DIN A1 drucken lassen. Dieses Plakat ist im 4C, also im Farbdruckverfahren, gedruckt worden. Das habe ich genutzt, um auch nochmal Fakten Akzente zu setzen an den Bildrändern, das aufgeschlagene Buch mit dem Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite. Das enthält zwei Spalten. Die linke Spalte eine Übersicht über die Fotografien, in der rechten Spalte eine Übersicht über die Texte, die ich recherchieren konnte oder auch in Auftrag gegeben habe. Ich habe verschiedene Materialien auch noch auftragen können, wie hier auf der linken Seite ein Plakat aus dem Jahre 2006, was für den Münchner Pferdemarkt wirbt. Und ich habe im Archiv des städtischen Veterinäramtes einen bislang vollkommen unbekannten Text entdeckt, der die Geschichte des Münchner Pferdemarktes ab 1838 im Detail nachzeichnet und beschreibt. Dieser Text stammt aus dem Jahre 1977 und er enthält keinen Verfassernamen. Ich habe den Text dann abgeschrieben und ungekürzt in das Buch übernommen. Das Buch enthält einen weiteren Text von dem Stadt- und Verkehrsplaner Paul Bickelbacher, der die städtebauliche Dimension auslotet und beschreibt. Hier sehen wir Paul Bickelbacher bei der Buchpräsentation, wie er eine Rede hält, und diese Buchpräsentation war begleitet von einer Fotoausstellung. Hier die Einladungskarte und es gab auch ein Plakat im Format DIN A3. Hier die Aufnahme von dem Plakat, die auch im Buch enthalten ist. Hier weitere Aufnahmen aus dem Buch. Das Buch enthält dann Gegenüberstellungen mit Aufnahmen, die ich 1996 aufgenommen habe, kombiniert mit Aufnahmen von denselben Orten ab dem Jahre 2005. Wie man sieht, eine sehr starke Veränderung. Und mittlerweile ist es so, dass auch diese Aufnahmen wieder veraltet sind. Das Areal befindet sich in einem Transformationsprozess. Es finden ganz starke Veränderungen statt, die vor allem dominiert werden durch die Baustelle des Neuen Volkstheaters. Auf der rechten aufgeschlagenen Buchseite sehen wir eine Aufnahme der Einstellstallung, die 2018 komplett weggerissen wurde zugunsten der Baustelle des Neuen Volkstheaters. Hier die Rückseite der Baustelle. Ja, das sind jetzt so verschiedene Ansichten rund um die Baustelle. Und das gesamte Areal wurde 1838 nach Entwürfen des Stadtbaumeisters Zenetti realisiert, damals auf der Grünen Wiese vor der Stadt München. Dieses Modell zeigt den Originalentwurf. Und das wird geteilt durch die heutige Zenetti-Straße in den oberen Teil, den Viehhof, und in den unteren Teil, den Schlachthof. Zwei komplett eigenständige Areale. Der heutige Viehhof hat seine ursprüngliche Nutzung ist weggefallen und in München gibt es mittlerweile eben auch keinen Pferdemarkt mehr. Es gab einen Nachfolgemarkt in Miesbach, den ich dann eben 2017 für das Buch besucht habe. Und dort habe ich das Handelsgeschehen, aber vor allem eben auch die Menschen fotografiert. Diese Aufnahmen sind dann im hinteren Teil des Buches abgedruckt. Ja, das Viehhofareal im Wandel hat das Interesse der Bevölkerung auf sich gezogen. Die Münchner Presse berichtet regelmäßig über das Areal und die Veränderungen. Hier eine Führung, eine der vielen Führungen, die auch jeweils komplett ausgebucht sind.
hier die Stelle 2009, 1997 und eben im Jahre 2020. Ja, also das große Interesse, aber auch die vielen Geschichten, die ich gehört habe, haben mich auch so ein bisschen dazu verführt, mich in das Marktstüberl zu setzen und mich mit den Menschen zu unterhalten und all die vielen Geschichten, die noch kursieren über das Viehhofgelände, denen zuzuhören und diese vielleicht aufzuschreiben.